Moin, hier ist ja der Schattennase was mit einem 964er Video. Heute spiele ich das Spiel Unitracks, Not Just a Battle, von 1987. Und das war wieder so eine schöne, gecrackte Version, wo die Anleitung mit reingepackt haben zum Lesen. Nicht, dass ich... Ah, okay. Der Ladebildschirm wurde vom CPC Ladebildschirm konvertiert. Und das sieht mir nach einer Mischung aus Paradroid und Uridium aus. Okay, man kann offensichtlich nur auf den... What the fuck? Auf so eine Art Schienensystem. Okay. Ja, das sieht mir wirklich so wie so eine Mischung aus Paradroid und Uridium aus. Wobei mehr in Richtung Paradroid. Aber wie meistens, ohne die Klasse zu erreichen. Was ist denn, wenn ich jetzt eine Bombe platziere? Ich habe keine Bombe wahrscheinlich. Okay, das ist eine Bombe. Oh. Ist jetzt das Ziel, was ich habe? Die Reaktoren zu sprengen. Ausprobieren. What? Okay, ein Versuch noch. Okay, anscheinend ist das mein Ziel. Muss ich den jetzt nochmal sprengen? Anscheinend. Jupp, alles von vorne. Okay, dann kann ich auch nicht mehr in den Reaktor rein. Okay, das macht Sinn. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich. Scheiße. Wenn es die ganzen guten Spiele nicht gegeben hätte, wäre das nicht schlecht. Ich habe bei weitem schon Schlimmeres erlebt. Okay, ich kann immer nur eine Bombe gleichzeitig.
allen Dingen, dass es keine Energieanzeige gibt. Wenn man recht wenig dagegen machen kann, abgeschossen zu werden. Habe ich noch ein Leben? Nee. Ja, das war jetzt Unitrax oder Unitrax. Ja, nervig. Macht nicht wirklich richtig viel Spaß. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und danke fürs Zugucken.